Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Für alle neuen Zuschauer, die mich noch nicht kennen, ich bin Jasmin und ich quatsche hier gerne über Parfums, Duftkerzen, Duftwachse und Bücher. Heute habe ich meinen Lesemonat August für euch und ich muss sagen, ich bin schockiert. Ich stand eben vor meinem Regal, um die Bücher rauszusuchen, die ich gelesen hatte, damit ich sie euch zeigen kann. Und ich stand vorm Regal und dachte, what the... Du hast doch nicht nur drei Bücher gelesen. Ich war der festen Überzeugung, ich hätte vier gelesen. Und dann habe ich mal in meiner Reado-App geguckt, was ich wirklich effektiv gelesen habe, also beendet habe im August. Und es sind tatsächlich nur drei Bücher. Ich war der felsenfesten Überzeugung, es wären vier gewesen. Ja, da sind wir heute zu einem kleinen Lesemonat hier. Das Video wird dann nicht so lange gehen. Ich würde sagen, ich lege direkt los und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß mit meinem Video. Kommen wir zum ersten Buch, das ich im Monat August gelesen und beendet habe. Mit diesem Buch hat mich die liebe Steffi vom Buch Schnack infiziert, und zwar Die Wand von Marleen Haushofer. Leute, was wird denn dieses schnuckelige Buch denn mal, wenn es groß ist? Ich habe das gebraucht bei Rebuy bestellt und ich gucke ja nicht auf die Größe von Büchern, denn man hat ja so Standardmaße für Bücher. Und als das dann angekommen ist, dachte ich so... What? Okay, wie süß. Schaut mal, das ist so winzig. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr gut lesen lassen. Ich kann euch das mal zeigen. Ich fand, die Schrift war völlig in Ordnung. Also ich konnte das wirklich sehr gut lesen, dieses Buch, obwohl es so klein ist. Ja, ich denke, das interessiert euch wenig. Worum geht es denn in diesem Buch hier? Wir begleiten hier eine Dame. Jetzt muss ich gucken, wie sie heißt. Oh, ich... Ich glaube, das wird in diesem Buch überhaupt nicht genannt, wie sie heißt. Ich glaube, hier fällt kein Name, was sie betrifft. Auf jeden Fall begleiten wir hier eine Dame in der eher heutigen Zeit. Diese Geschichte spielt vom Setting her, würde ich jetzt sagen, Deutschland, vielleicht Österreich. Wir begleiten eben eine Dame, eine Protagonistin, und sie macht Urlaub bzw. genießt freie Tage auf einer Jagdhütte mit deren Cousine. Und der Mann ihrer Cousine ist dort auch mit dabei. Der Hund des Mannes ihrer Cousine ist da auch mit am Start. Und sie dachte sich, ich muss mal raus aus der Stadt. Ich brauche mal ein bisschen frische Luft, ein bisschen was anderes sehen, einfach mal runterkommen. Und entschließt sich dann mit ihrer Cousine und ihrem, ich glaube man nennt es Schwager, und deren Hund dann eben ein paar freie Tage auf dem Land bzw. Jagdhaus zu genießen. Und es ist eines Tages so, dass ihre Cousine und ihr Mann sich dazu entschließen, in die nächste Ortschaft zu fahren, da sie da noch ein bisschen was holen möchten, erledigen möchten. Aber unsere Protagonistin möchte nicht mitfahren. Sie entscheidet sich, auf dem Landhaus zu bleiben. Der Hund bleibt bei ihr und ja, sie möchte dort einfach noch ein bisschen entspannen, sodass dann ihre Cousine und ihr Schwager alleine in die nächste Ortschaft fahren können. Ihre Cousine und ihr Mann, also ihr Schwager, möchten abends wieder zurück sein. Es ist dann auch irgendwann Abend, aber die beiden sind noch nicht zurück. Unsere Protagonistin macht sich jetzt mal noch keine Gedanken. Ne? Sie dachte sich, ach, ist ja nicht so schlimm, ne? Vielleicht sind die beiden irgendwo hängen geblieben in einem Pub, in einer Kneipe oder haben Leute getroffen, die sie kennen und kommen später und entschließt sich dann schlafen zu gehen. Ja, aber liebe Leute, am nächsten Morgen sind die beiden immer noch nicht da und da macht sie sich natürlich Sorgen. Denkt sich dann, komm, ich lauf mal mit dem Hund. Jetzt weiß ich auch den Namen des Hundes nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein Rüde, das weiß ich noch. Sie entschließt sich dazu, mit dem Hund ein Stück die Straße entlang zu spazieren. Einfach mal zu gucken, ob sie dann vielleicht gerade in dem Moment auch auftauchen. Es ist dann so, dass der Hund etwas vorläuft und dann ist er... aus dem Blickfeld verschwunden. Sie hört ihn auf einmal nur noch ganz bitterböse weinen und jaulen und der Hund kommt mit einer verbluteten Schnauze zurück. Und sie weiß natürlich nicht, was los ist, was ist dem Hund passiert und rennt quasi weiter geradeaus und knallt voll mit der Stirn gegen eine unsichtbare Wand. Und diese Wand kann von niemandem durchdrungen werden. Sie kommt da nicht raus, der Hund kommt nicht raus. Ja, und sie lebt dann mit dem Hund hinter der Wand und muss dann irgendwie überleben. Sie sind quasi, ich sag mal, geschützt hinter dieser Wand, die eben unsichtbar ist. Und ja, sie muss halt überleben. Sie muss gucken, wie sie überleben kann. Sie muss schauen, wie der Hund überleben kann. Um den muss sie sich ja jetzt auch kümmern. Und ja, sie versucht halt auch herauszufinden, was passiert ist. Ich fand diese Geschichte toll. Toll, fantastisch.
ich finde, man hat hier so leichte Vibes von der Serie Under the Dome. Kennt ihr die noch? Ich kenne die noch. Ich fand die Serie mega. Ja, es gab ja einige, die fanden die gar nicht so toll. Ich persönlich fand sie toll. Ich habe jetzt gehört, dass die Serie wohl auch auf ein Buch beruht, beziehungsweise auf einem Buch basiert, das, glaube ich, von Stephen King ist, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich nicht, das Buch habe ich nicht gelesen, ich kenne nur die Serie. Aber ich kriege hier mit diesem Buch Under the Dome Vibes, was die Serie betrifft. Denn die Leute, die unter dieser Kuppel, unter dieser Glocke gefangen waren, die mussten ja auch irgendwie überleben. Keiner kam raus, nichts kam rein. Und diese Vibes hat mir dieses Buch gegeben. Ich fand's mega. Es war super schön geschrieben. Man hat sich irgendwie auch so gefühlt, als würde man mit der Protagonistin mit hinter dieser Wand leben und müsste versuchen, irgendwie zu überleben. Also ich fand es wirklich grandios. Ich fand es fantastisch, war super geschrieben. Was ich hier noch dazu sagen muss, wir haben hier keine Kapitel. Also das Buch fängt an und wir haben keine Kapitel, keinen Absatz, gar nichts. Also das Buch wird quasi in einem fortgeschrieben. Für mich als Monk war das ein bisschen schlimm, denn ich bin ja jemand, der ein Kapitel zu Ende lesen muss, bevor das Buch zur Seite gelegt werden kann. Und das konnte ich hier halt eben nicht. Das war für meinen inneren Monk jetzt nicht so toll. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte fantastisch. Ich hatte Under the Dome Vibes und wie gesagt, es war so schön geschrieben und so toll geschrieben, dass man wirklich das Gefühl hatte, man ist mit dieser Protagonistin hinter dieser Wand und muss versuchen, mit ihr zu überleben. Fantastisch. Fantastisch. Habt ihr die Serie Under the Dome gesehen und fandet die auch richtig cool, vor allen Dingen von der Art und Weise her, wie sie erzählt wurde, eben dass die Menschen hinter dieser Wand leben. Das ist ja keine Wand, das ist ja so eine Kuppel, eine Glocke, unter der diese Menschen leben. Und die müssen da irgendwie überleben. Und ihr fandet dieses Konzept so toll, dann schaut euch unbedingt mal das Buch hier an. Wie gesagt, mir hat das total Under the Dome... Schon wieder Sprachstörungen. Mir hat das total Under the Dome Vibes gegeben. Ich fand es fantastisch. Ist ein richtig tolles Buch. Ein richtig tolles Buch. Ich glaube, Steffi hat es auch schon gelesen und sie sagte auch, sie fand das Buch auch richtig toll. Ja, ich teile die Begeisterung definitiv mit ihr. Ich fand es klasse. Das zweite Buch, das ich im Monat August gelesen und beendet habe, wäre Divine Rivals von Rebecca Ross. Hier haben wir Band 1. Ich finde das Buch ja richtig schön, ne? Schaut mal. Sehr schön. Auch mit dem farbigen Buchschnitt und den Briefen hier drauf. Ist richtig schön. Wir begleiten in diesem Buch Iris und Ronan. Iris und Ronan arbeiten bei einer Zeitung. Ich meine, es ist eine Zeitung. Und die beiden sind scharf auf den einen und selben Job. Heißt, die sind nicht nur Arbeitskollegen, sie sind ja auch irgendwo Rivalen, da sie ja beide denselben Job anstreben. Man merkt schon zu Anfang, ja, dass sie so ein bisschen gegeneinander sticheln. Versteht ihr, wie ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich hassen oder so. Nee, so meine ich das nicht. Aber die sticheln so ein bisschen gegeneinander. Und wie gesagt, sind eben beide scharf auf denselben Job, dort, wo sie arbeiten. Iris lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. Das Leben allgemein mit der Mutter ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Und ihr Bruder... ja, zieht an die Front in den Krieg, der Krieg der Götter. Und Iris macht sich natürlich total Sorgen. Sie möchte nicht, dass er das tut. Sie liebt ihn, sie hat Angst um ihn, aber er möchte das unbedingt und begibt sich dann eben an die Front, um dort zu kämpfen. Es ist aber irgendwann so, dass Iris und ihre Mutter nichts mehr von ihrem Bruder hören. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bruder heißt. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß aber noch, dass die beiden, also Iris und ihr Bruder, sehr enge miteinander sind. Sie lieben sich wirklich sehr und haben auch irgendwie immer ja schon auf sich Acht gegeben. Hier fliegt schon wieder die Fliege rum. Habt ihr sie gerade gesehen? Die ist hier mitten durchs Bild geflogen. Ja, auf jeden Fall, sie hören dann auf einmal nichts mehr von ihm. Und Iris hat eine Schreibmaschine, über die sie ihrem Bruder auch Briefe schreibt. Eines Tages ist es so, dass Briefe zurückkommen. Sie vermutet, sie sind von ihrem Bruder, sind es aber im Endeffekt nicht. Denn sie kommen von Ronan. Beide haben eine magische Schreibmaschine, das war ihnen da noch gar nicht so bewusst, die dazu beiträgt, dass sie Briefe schreiben und auf welche Umwege sie quasi zu dem jeweils anderen kommen,
müsst ihr selber lesen, das will ich nicht verraten. Ich habe jetzt auch nicht ganz so viel verraten, ne? Also der Klappentext, der gibt ja auch schon ein bisschen was her. Im Endeffekt ist es halt auch so, dass ja Iris natürlich ihren Bruder finden möchte, ne? Sie begibt sich auf die Suche nach ihrem Bruder. Ja, begibt sich dann halt auch an die Front, um ihn da zu suchen, weil sie halt nicht weiß, ob er noch lebt, ob er verletzt ist, was los ist. Und sie trifft dort auch noch jemanden. Da hätte sie nie gedacht, dass sie diese Person dort trifft. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch echt toll. Ich möchte auch Band 2 lesen. Aber ich muss sagen, für mich ist es kein Highlight. Es ist kein 5-Sterne-Buch. Es gibt jetzt bestimmt einige, die würden mich gern steinigen. Es ist ein tolles Buch. Es ist schön geschrieben. Die Story ist ganz toll. Ich mag auch die Protagonisten Iris und Ronan. Finde ich ganz toll. Aber wie gesagt, es hat mich jetzt nicht so umgehauen, weswegen für mich hier keine 5 Sterne vergeben werden können, für mich. Aber dennoch ist es schön und wie gesagt, ich möchte definitiv auch Band 2 noch lesen. Oh, und dieses Cover, ne? Ich finde das Cover hier wunderschön. Dann kommen wir nun zum dritten Buch, das ich gelesen und beendet habe, und zwar Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Von Carrie Maniscalco ist auch die Kingdom of the Wicked Reihe. Ich hatte euch ja schon erzählt, ich habe Kingdom of the Wicked Band 1 gelesen. Ich fand das Buch gut. Ich weiß aber nicht, ob ich die Geschichte weiter verfolgen müsste. Stalking Jack the Ripper gefiel mir definitiv besser. Ich finde das Buch auch grandios. Ist jetzt kein Highlight, kein 5-Sterne-Buch, aber ein ganz, ganz tolles Buch. Wir begleiten hier Audrey Rose. Sie lebt 1888 in London. Sie ist eine junge Frau. Und Audrey, wie soll ich das erklären? Also sie entstammt aus vornehmem Hause. Der Tod ihrer Mutter hat natürlich auch die Familie komplett aufgewühlt. Sie hat noch einen Bruder, den Vater aufgewühlt, sie aufgewühlt. Und der Vater ist halt sehr bedacht darauf, auf Audrey ein Auge zu haben, auf sie aufzupassen, sage ich jetzt mal. Audrey ist total interessiert an Gerichtsmedizin, was natürlich zur damaligen Zeit nicht gerne gesehen wurde in Kombination mit Frauen. Das war eher so ein Privileg, sage ich mal, für Männer, was Gerichtsmedizin betrifft. Dennoch möchte sie angelernt werden, was die Gerichtsmedizin betrifft. Und ihr Onkel, der Bruder ihres Vaters, ist Gerichtsmediziner zur damaligen Zeit. Und bei ihm ist sie quasi in der Ausbildung, was der Vater natürlich nicht wissen darf. Es dürfen auch andere nicht wirklich wissen, weil es, wie gesagt, eben damals nicht gerne gesehen wurde, wenn sich Frauen so etwas widmeten. Es war ja zur damaligen Zeit eher so, dass die Frauen für Kinderkriegen standen, Haushalt, ne, den Mann zufriedenzustellen, glücklich zu machen. Und so Sachen wie Gerichtsmedizin, ja, das war eher so auf der Seite der Herren eben. Audrey, die hat ihren eigenen Kopf, das ist der Pups egal. Und sie beginnt quasi eine Ausbildung heimlich bei ihrem Onkel in der Gerichtsmedizin. Und wir haben auch noch einen Protagonisten namens Thomas. Und der arbeitet mit ihrem Onkel zusammen und Thomas lernt sie natürlich auch kennen. Und es ist eines Tages so, dass verstümmelte Frauenleichen auf dem Seziertisch liegen. Es bekennt sich irgendwann Jack the Ripper. Ich denke, die einen oder anderen werden von Jack the Ripper schon gehört haben und wissen, ja, was für ein kranker Mensch das war, was er Frauen damals angetan hat, ne, mit Leichen verstümmeln, überhaupt die Frauen zu ermorden, Verstümmelung, blablabla, ich denke, ihr wisst es. Auf jeden Fall bekennt sich dann irgendwann Jack the Ripper, was die Ermordung dieser Damen auch betrifft. Audrey findet das natürlich ganz, ganz schlimm, natürlich auch der Onkel und Thomas. Und Audrey und Thomas machen sich irgendwo zur Aufgabe herauszufinden, wer das getan hat. Wer ist Jack the Ripper und möchten halt eben herausfinden, wer er ist und ihn natürlich auch stellen. Audrey und Thomas erleben unheimlich viel in dieser Zeit. Natürlich muss auch Audrey auf sich aufpassen, ne, dass ihr auch nichts passiert. Es kommt dann irgendwann so, das ist eher gegen Ende des Buches, dass man merkt, oh, scheinbar geht die Sache, was Jack the Ripper angeht, so in den näheren Umkreis von Audrey Rose. Man erfährt auch, wer Jack the Ripper ist in diesem Buch. Wie soll ich das erklären? Carrie Maniscalco hat hinten im Buch noch reingeschrieben, dass sie versucht hat, so viel wie es möglich ist,
über Jack the Ripper herauszufinden, über die ganzen Umstände damals, um das hier mit in dem Buch aufzugreifen. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die hat sie von sich aus reingenommen bzw. verändert. Und also man erfährt quasi in diesem Buch von dieser Geschichte selbst, wer Jack the Ripper ist. Und wie gesagt, es ist im näheren Umfeld von Audrey Rose. Ich fand das Buch fantastisch und Leute, dieses Cover, ein Träumchen, wirklich ein Träumchen. Ich liebe dieses Cover. Ich fand das Buch mega, wirklich. Es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Ich liebe ja eh das viktorianische Reich. Ich habe euch das schon so oft gesagt. Und viktorianisches Reich und Thriller oder viktorianisches Reich und Spuk- und Geistergeschichten, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ich fand das Buch klasse. Ich fand die Story toll. Ich fand die Protagonisten toll. Vor allen Dingen Audrey Rose und Thomas. Ich finde die toll, die beiden. Und auch der Schreibstil war wirklich toll. Die Kapitel finde ich jetzt ja auch nicht so lang. Also sie sind jetzt auch nicht so kurz, dass es nur 2-3 Seiten sind, aber jetzt auch nicht 10 Seiten lang oder so. Also das fand ich auch sehr angenehm. Ich mag das, wenn die Kapitel nicht zu lang sind. Ja, und wie gesagt, ich war sehr, 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 sehr begeistert von dem Buch, dass ich definitiv Band 2 aus der Reihe jetzt auch noch lesen möchte. Das werde ich mir auch demnächst noch holen. Wie heißt das? Ich glaube, Haunting Prince Dracula ist, glaube ich, Band 2. Das spielt, meine ich, in Rumänien. Dazu werde ich aber sonst nichts sagen. Das möchte ich auch unbedingt, unbedingt lesen. Dann hatte ich ja gesehen, Band 3 und 4 waren ja jetzt ewig nicht mit dem Termin bekannt gegeben, was die Übersetzung betrifft. Es war auch gar nicht sicher, ob das übersetzt wird. Aber ich habe bei Thalia gesehen, sie kommen auf Deutsch. Band 3 kommt, ich glaube, dieses Jahr im Herbst. Und Band 4 ist voraussichtlich gelauncht, also was die Übersetzung betrifft, für, ich glaube, Januar 2025. Da freue ich mich total, denn ich dachte mir schon, dass mir Band 1 mit Sicherheit gefällt und dass ich dann Band 2 lesen will und war schon traurig, dass 3 und 4 noch nicht übersetzt sind, beziehungsweise gar nicht sicher war, ob die überhaupt übersetzt werden. Aber sie werden übersetzt. Wie gesagt, bei Thalia kann man sie schon vorbestellen, soweit ich es gesehen habe. Oh, da freue ich mich total. Ja, ich fand die Geschichte richtig gut. Und wie gesagt, das Buch hier gefiel mir definitiv besser von Carrie Maniscalco als Kingdom of the Wicked Band 1. Ich fand es richtig toll. Es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Das waren meine gelesenen Bücher des Monats August. Wie gesagt, ich bin schockiert. Ich dachte echt, es wären 4 Bücher. Ich war felsenfest davon überzeugt. Jetzt waren es schlussendlich doch nur 3. Kleiner, aber feiner Lesemonat. Ich glaube, Juli oder Juni, da war der Lesemonat auch eher klein, aber fein. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, was habt ihr denn im Monat August gelesen? Was habt ihr beendet? Was habt ihr eventuell abgebrochen? Hattet ihr Highlights im Monat August? Hattet ihr auch Lowlights, also Bücher, die ihr ganz, ganz furchtbar fandet? Vielleicht waren das sogar Bücher, die ihr abgebrochen habt. Ich habe schon mal gefragt, ich frage da sehr gerne nochmal, wie macht ihr das, wenn ihr ein Buch lest, das ihr ganz, ganz furchtbar findet? Beißt ihr euch da durch und lest das wirklich komplett? Oder seid ihr so wie ich, dass ihr sagt, nee, ist verschwendete Zeit, das Buch wird dann einfach abgebrochen und fertig und es kommt das nächste? Das würde mich auch mal interessieren, da gehen ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Da geht ja jeder anders mit um, wenn er ein Buch liest, das einen überhaupt nicht überzeugt, einem überhaupt nicht gefällt. Und was mich auch interessieren würde, wie fandet ihr denn Stalking Jack the Ripper? Ich weiß, bei Divine Rivals finden ganz viele das Buch toll, das weiß ich, das ging ja total durch die Decke, auch auf Instagram. Aber wie findet ihr Stalking Jack the Ripper? Das würde mich echt mal interessieren. Ich fand's mega. Ich fand's wirklich toll. Und wenn ihr schon mehr gelesen habt aus der Reihe, wie findet ihr denn die Reihe? Jetzt nicht spoilern, aber ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr allgemein die Reihe findet von Audrey Rose. Wie gesagt, ich fand jetzt Band 1 grandios. Ich finde Audrey Rose und Thomas grandios und ich möchte definitiv mehr von Audrey und Thomas lesen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ihr Lieben. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.